Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Spotcheck Düsseldorf und wir befinden uns hier am Hafen und eigentlich wollten wir diesen Spot auch präsentieren, aber leider ist dieser Spot auch lost. Wir sind jetzt zwar hier hingekommen in dieses Gelände, wir sind schon mal weitergekommen. Normalerweise konnte man immer von da hier direkt runter und hier war ja noch kein Zaun, dann konnte man hier einfach lang und man war an diesem coolen Spot hier, weil wir haben hier eine kleine Bank, ein Gap, man konnte oben fahren, es war relativ trocken. Ja, so ein bisschen. Ja. Da kannst du schön hier in die Bank rein, boom, oder das Gap einfach machen. Ja. Hier war kein Zaun, Alter. Da konntest du einfach drauf gehen. Alles dicht leider. Ja, tut mir leid. Ist hier Videoüberwachung, ne? Deswegen, Freunde, tut mir leid, dass wir diesen Spot hier auch jetzt leider nicht so schön abfilmen können und auch gar nicht sagen können, dass man hier noch fahren. Ja. Leider der Spot ist dieser Spot los. Der nächste Spot, der ist los. Haben wir herausgefunden. Das ist schon der zweite eigentlich am Medienhafen, der jetzt komplett weg ist. Ja. Das war ist halt so, kann man nicht ändern, ne? Das war alles Skateboarding-Geschichte in Düsseldorf. Mhm. Das ist alles. War ein schöner Spot. Das war geil, weißt du noch? Ja, da cool. Hast du mich geärgert, da war ich hier in Ruhe vom Sitzen. Da hab ich dich ganz knatschig angeguckt, weißt du das noch? Ich glaube schon, das war lange, ja. Ja, das war unser Elwood Part 1 Video, das war da eben, wo ich hoch... Ne? Ja. Alter, warte, das war, ich glaube, das war 2005 oder 2006 war es, glaube ich. Kann sein, ich weiß es ehrlich gesagt. Da war richtig heiß, wir beide waren die Ersten, die am Start waren. Und dann hast du mich geärgert, glaube ich, und dann war ich ganz beleidigt, dann habe ich dich ganz knatschig angeguckt. Ja, der Junge hat mich geärgert, der hat ja, bis heute. Cool, das war ja vielleicht, da waren aber auch noch Spots, da war Handtrail, da waren Double Set, soweit ich mich erinnere, wir gucken mal, ob das noch da ist. Wir checken mal ab. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, schade, aber wir gucken uns mal die nächsten Location an. Hoffentlich haben wir da mehr Glück als jetzt hier. So, sind wir beim nächsten Spot hier. Der ist aber auch, den kannst du nicht mehr machen. Lotzi hat gesagt, der hat den gemacht, aber das ist hardcore, Alter. Ja, das ist wirklich heftig. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ey, da bin ich raus, da sage ich nichts zu. Ja. Er hat gesagt, machbar. Ich sag, hardcore. Damals gemacht, da gibt es sogar einen Zeugen, der hat es mitgemacht, Florian Reit. Skatet aber leider auch nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er noch fährt. Auf jeden Fall crazy. Auf jeden Fall schon ewig nicht mehr gesehen. Boah, man hat es gemacht, aber... Freunde, zieht euch mal die Ausfahrt. Du springst hier mit Speed runter und dann hier Ausfahrt ist schon... Ja, wenn man Bock hat... Puh, ist krass. War der dann auch schon die Stange? Das war alles da, so wie es jetzt ist. Genau so, ja. Krass. Puh. Weil der Boden ist schon. Boden ist absolut gescheit. Ist heftig. Dass du das mal gemacht hast. Die Anfahrt ist scheiße. Ja, es ist eigentlich ein totaler Kackspot. Ja. Weißt du, mit was man das vergleichen könnte? Mit was denn? Mit diesem Dings hier. Der schlimmste Bail ever. Sofian SB. Genau so ein Spot ist das. Du machst einen Ollie in Double Set, was sich eigentlich gar nicht lohnt. Das ist aber so ekelhaft. Du kannst dich eigentlich nur verletzen. Und wenn du es schaffst, so, interessiert es auch keinen. Ja. Du hast kein Video gemacht damals, ne? Wir hatten keine Cam damals, Junge, weißt du? Camcorder. Ja, gab's nicht. Kein Videobeweis, also sagen wir, wissen wir also, gar nicht. Also das war noch vor unserer Zeit, weißt du? Wir glauben den Flo einfach mal, dass er das Double Set einfach mal so läppisch gemacht hat. Dieses heftige Double. Nee, das war schon Kampf. Wie gesagt, mit dem Flo rein reit, ich glaube, das war so 2004 rum. Da wollten wir jetzt zelten. Und wir hatten die Skateboards dabei. Ja. Und dann haben wir das Double Set hier gefunden und haben das gemacht. Ja. Und dann wurde ich von meinem Daddy damals hier gebastelt, weil ich durfte gar nicht zelten. Wir haben dem aber gesagt, wir wollen. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, ich schlafe bei dem zu Hause. Aber mein Vater war so schlau und kam dann hier vorbei. Und er hat mich dann gesehen und dann musste ich mit nach Hause gehen. Ich habe gesagt, hey Junge, komm nach Hause. Hat er gesagt, Junge, ich habe dir gesagt, du darfst das nicht. Aber Double Set habe ich mitgenommen. Das ist schon mal gut. Glauben wir dir einfach so. Komm, wir gucken uns mal weiter an, was hier noch da ist oder nicht. An unserem damaligen Sommerwasser-Gap. Da würde ich nicht. Da ist Lotti runtergesprungen. Das ist nicht normal, Junge. Und da ist die Brücke. Die Brücke war noch besser. Boah, das war so cool damals. Guck mal, sag dir mir, laber doch nicht. Guck mal. Du sagst gerade zu mir, von hier bin ich nicht gesprungen. Laber doch nicht. Guck mal, die Brücke ist noch höher und ich bin über das Geländer gesprungen. Ja, mit dem geilsten Geräusch. Mit dem geilsten Geräusch. Und auf jeden Fall, wenn ihr jetzt denkt, boah, geil, die sind hier runtergesprungen, die Brücke und das krasse Gap und alles als Kinder und dachten sich, hey, wie geil, den muss ich auch hin zum Sommer, ich kann hier runterspringen ohne Gefahr, macht das nicht. Waren wir halt immer, wenn es zu heiß war im Sommer,
wir nicht skaten konnten, sind wir mal hier ins Wasser gesprungen. Und ja, normal war es ein bisschen höher, aber nicht. Das war schon. Ey, das war eine krasse Zeit. Da waren aber die ganzen Spots hier alle noch da. Du konntest hier überall fahren. Ne? Du konntest das alles hier machen. Jetzt mittlerweile ist es echt. Es gibt natürlich neue Spots auch in Düsseldorf, die ich vielleicht jetzt so noch nicht kenne. Aber einiges, wie man sehen kann, ist auch ein paar Spots halt. Gibt's einfach nicht mehr. Ja. Unser Sommerspot. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt denkt, boah geil, die sind hier runtergesprungen, die Brücke und das krasse Gap und alles als Kinder und dachten sich, hey, wie geil, den muss ich auch hin zum Sommer, ich kann hier runterspringen ohne Gefahr, macht das nicht. Auf keinen Fall, springt hier nicht runter, kommt hier nicht hin, weil wir haben hinterher erfahren, das wussten wir vorher nicht, wir hatten echt Glück gehabt, wirklich. Der Kerner ist getaucht und war auf einmal auf dem Boden. Ja, nicht nur das. Uns wurde halt auch von jemandem gesagt, der hier mal damals gearbeitet oder immer noch, keine Ahnung, der hat uns erzählt, im Wasser, unter Wasser, ist so eine Art, damit, wenn Hochwasser ist, sich das Hochwasser oder so staut, dass das halt nicht passiert. Und dann geht man halt unter Wasser und dann ist da irgendwie noch so eine Vertiefung, falls halt Hochwasser ist, das ablaufen kann. Und wenn du da reingesogt wirst oder so, dann bist du verloren. Da kommst du nie wieder raus. Da kommst du nicht raus. Wir hatten Schwein gehabt, dass das jetzt nicht der Fall war. Ja, muss man dazu natürlich sagen, da hat man früher als Kind einfach nicht nachgedacht. Das war so eine Sache. Da denkst du nicht drüber nach als Kind. Aber ich sag's hier im Video, macht das bitte nicht nach. Springt hier auf keinen Fall runter. Macht es nicht. Wie gesagt, es ist sehr, sehr gefährlich hier. Das ist halt hier der Schiffshafen, ne? Das ist genau. Hier durch. Es ist. Du kannst hier nicht einfach runterspringen und Sachen machen. Nein. Das sagen wir jetzt, weil wir nachdenken können, aber als Kinder hat man da nicht wirklich drüber nachgedacht. Das war. Ja, als Kind war einfach. Alles. Go hard or go home. Ja, war dumm einfach. Einfach dumm. Ja, war wirklich dumm. War dumm. Ja, das ist einfach dumme Aktion. Es ist alles gut gegangen, aber macht auf keinen Fall. Nee. Keine Ahnung, was wir hier wollten. Hier ist noch nicht mal. Das Wasser ist dreckig. Hier ist alles dreckig. Das ist Reinwasser. Das ist ekelhaft. Das ganze Ambiente hier ist einfach. Da hat man im Schwimmbad oder so mehr von. Das ist. Ja, ich glaube, es gibt irgendwelche Seen, die schöner sind von der Kulisse als hier. Ja. Deswegen. So war es halt damals, ja. Also macht es nicht nach. Macht es. Das ist. Egal wo ihr seid, welche Brücke auch immer, ihr runterspringen. Das ist. Guckt lieber, was unter Wasser ist, informiert euch, checkt das die Lage ab oder so, aber. Macht es auf keinen Fall hier. Da geht es andere Sachen, wo man eher hingehen kann. Ja, Freunde, das war es leider mit diesem Spotcheck. Das war ein bisschen lost jetzt leider. Ja, aber dann komme ich hier nie wieder hoch. Sagt der, geh mal runter, dann komme ich hier nie wieder hoch. Du kommst hier nicht mehr hoch. Ich bin hier kein Parcours. Wir sind hier nicht bei Parcours. Wir fahren immer noch Skateboard und kein Parcours, Junge. Ich komme hier nie wieder hoch. Genau hier die Treppen, Alter, die konnte man früher noch gehen. Hier, ich bin immer noch Skateboardfahrer und kein Parkourfahrer hier. Hier sind die Treppen, genau. Aber es ist jetzt hier zu. Zu hier. Alles zugewuchert, da will ich jetzt auch nicht runtersteigen. Ja, schade mit den Spots auf jeden Fall, dass die jetzt hier nicht mehr so existieren. Kann man nicht ändern, ist halt so. Aber eine schöne Erinnerung für uns oder vielleicht auch für andere, die die Spots auch noch von damals kennen. Vielleicht was dazu sagen können, dass die auch mal hier waren. Bisschen doof. Und der Spot hat natürlich jetzt auch nicht groß was damit zu tun, das mit Skaten. Aber ja, war eine Erinnerung an uns und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir checken auf jeden Fall noch die anderen Spots ab. Da gibt es auf jeden Fall noch Gaps oder ein Gap. Dann gibt es noch Treppen, 9er Treppen und noch ein paar andere. Da checken wir ab. Ich glaube noch 3 Spots, 4 Spots oder so insgesamt. Das checken wir auf jeden Fall ab. War schön, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns wieder beim nächsten Spot. Auf Wiedersehen. Hauen Sie rein. Tschüss.